Hallo, ich bin Carlos von Classplash und ich freue mich sehr, dir heute unsere musikpädagogischen Apps vorstellen zu können. Da ich selber Musikpädagoge bin, ist die Mission von Classplash, dir dabei zu unterstützen, deinen Musikunterricht dynamisch und innovativ zu gestalten, kostbare Zeit bezüglich der Unterrichtsvorbereitung einzusparen und eine Riesenfreude deinen Schülern vorbereiten zu können. Unsere Apps haben ein sehr spezifisches Leveldesign, Spielmechaniken, spezifische Partituren, die sich auf musikpädagogische Methoden von Orff bis hin zu Kodály, aber auch auf unserem World of Music Curriculum basieren. Ein Programm, welches wir seit Jahren an der Classplash Academy verwenden, einsetzen und testen. Somit sind sie strukturiert wie ein Lehrbuch. Aber hier geht es nicht um Übung 1, 2 oder 3, sondern es geht um Levels freispielen, Punkte sammeln, Drachen helfen, animierte Musiknoten, Instrumente lernen, selber komponieren, Partituren erstellen und vor allem eine Menge Spaß zu haben. Und genau das sind die Vorteile, die du deinen Schülern schenken kannst, sei es im Klassenzimmer, Remote Learning oder als Hausaufgabe. Laut unseren Classplash-Lehrern schlagen Schüler selbst vor, was sie gerne im Unterricht machen würden, wohin die Reise geht. Und das spart dir wiederum Zeit bezüglich der Vorbereitung. Du kannst unsere unterschiedlichen Apps einzeln nutzen oder sehr effektiv in Kombination in unserer App-Reihe World of Music. Und somit kannst du deinen Unterricht komplett gestalten. Von Rhythmus mit Percussion-Instrumente, Melodie mit Sopran- und Blockflöten, Harmonie mit Ukulelen und Gitarren bis hin zum Notenlesen. Anregungen dazu findest du in unseren YouTube-Videos für Lehrer. 50 Minuten in der Welt der Musik. Alle unsere Apps laufen auf den gängigsten Plattformen. Du könntest dich jetzt fragen, Moment, ich brauche ja Hightech in meinem Klassenzimmer. Das ist nicht ganz so richtig. Im Klassenzimmer reicht ein PC mit Mikrofon, Lautsprecher und einem Projektor vollkommen aus. Du kannst aber auch gerne dein Interactive Whiteboard benutzen. Sollten Schüler eigene Geräte haben, dann ist es natürlich cool, denn somit kannst du schülerzentriertes Lernen fördern. Zu Hause oder im Remote Learning, da brauchst du natürlich nur entweder ein PC, Mac, Tablet oder Smartphone und was auch sehr beliebt ist, den PC oder Mac am Fernseher anschließen. Nochmals, der Spaßfaktor ist die Schlüsselrolle und bei dieser Unterrichtsgestaltung kannst du deine Schüler in die Welt der Musik eintauchen lassen, wo es hauptsächlich um das Erforschen geht. Kinder lernen somit mit Praxis und begreifen am Schluss, dass sie zufällig was gelernt haben. Gehen wir nun in die Präsentation der Apps über. Cornelius Composer ist die erste aller Notationssoftware, die mit einer Game Engine entwickelt wurde. Warum? Naja, in unserer Musikwelt legen wir viel Wert darauf, dass Musiknoten animiert werden, um Schüler zu motivieren. Somit auch bei der Komposition einer Partitur, einem Notenblatt. Du möchtest mit jungen Musikmatrosen die App nutzen? Kein Problem, lass die Animationsoption aktiviert. Dir als Lehrer stehen nun mehrere Möglichkeiten zur Hand. Nun, du kannst eigene Melodien, Kompositionen, Übungen selber kreieren und altersgerecht vorstellen. Du kannst importieren und exportieren in den gängigsten Formaten wie zum Beispiel PDF zum Ausdrucken, MIDI oder MusicXML. Da Cornelius Composer eine sehr intuitive, einfache Benutzeroberfläche hat und das Editieren während der Wiedergabe möglich ist, steht nichts mehr im Weg, die Kreativität deiner Schüler zu fördern. Möchtest du für ein ganzes Orchester komponieren, kannst du natürlich viele Instrumente nutzen. Da uns das Erleichtern des Notenlesens am Herzen liegt, gibt es in Cornelius Composer die Solfège-Funktion. Somit werden die Noten und alle Veränderungen der Partitur vorgesungen. Do, Sol, Sol, Fa, Fa, Mi, Mi, Re, Sol, Sol, Fa, Fa, Mi, Sol, Re, Do, Do. Haben deine Schüler Schwierigkeiten mit dem Rhythmus, mit der Rhythmik einer Melodie, kannst du in einer Sekunde das Notensystem auf eine einzelne Rhythmuslinie zusammenfalten. Du kannst die Geschwindigkeit der Wiedergabe so anpassen, damit deine Schüler mitklatschen können. Und das gilt auch, wenn du den Fokus wieder zurück auf die Melodie setzen möchtest. Die Farbpalette lässt sich benutzerdefiniert einsetzen. Farben von Classplash bis zu Boomwhackers sind per Default schon vorinstalliert.
Somit stehen deinen Off- und Boomwhackers-Orchestrationen nichts mehr im Weg. Im Klassenzimmer kannst du einfach deine Partitur oder Übungen projizieren, ein wenig auf Theorie eingehen, mit deinen Schülern komponieren oder alle können einfach im Karaoke-Modus mitspielen. Hat jeder Schüler sein eigenes Gerät, dann hast du sehr viele Möglichkeiten. Du kannst vor allem ihre Kreativität fördern. Lass sie selbst kleine Kompositionen erstellen. Ausblick. Ein exklusives Exportformat von Cornelis Composer wünschen wir in naher Zukunft für Lehrer und Schüler integrieren zu können. Somit wird es möglich sein, dass du deine eigenen Musikstücke, die in Cornelis Composer erstellt wurden, in anderen Apps der Welt der Musik importieren kannst. Auch arbeiten wir an neuen Eigenschaften, wo es dir dann möglich gemacht wird, deine eigene Begleitmusik zu kreieren. Du importierst hier Audioformate, versehst sie mit Akkorden und hast am Schluss eine synchronisierte Partitur. Was Lehrer über unsere App sagen, findest du in der Beschreibung. Du kannst aber auch sehr gerne recherchieren. Wir möchten dich zu 100% unterstützen. Daher gibt es für Lehrer und Schulen zusätzliche digitale Materialien, wie zum Beispiel E-Books von Flutmaster, Logbuch für Stundenplanung, das World of Music Curriculum und vieles mehr. Daher freuen wir uns, wenn du unseren Newsletter abonnierst und dich über unterschiedliche Möglichkeiten von Facebook-Gruppen bis hin zu Microsoft Teams mit uns austauschst. Somit kannst du in unserer Community mitwirken. Links findest du in der Beschreibung. So, wir freuen uns, dich in der Welt der Musik wiederzusehen. Bis dahin, let's Classplash, lerne Musik!